Kapitel 61 Die Ränge. Allah preist alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise. O die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Welch schwerwiegende Abscheu erregt es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut? Gewiss, Allah liebt diejenigen, die auf seinem Weg kämpfen in Reihe, als wären sie ein zusammengefügter Bau. Und als Musa zu seinem Volk sagte, O mein Volk, warum fügt ihr mir Leid zu, wo ihr doch sicher wisst, dass ich Allahs Gesandter an euch bin? Als sie nun abschweiften, ließ Allah ihre Herzen abschweifen. Und Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Und als Isa, der Sohn Mariams, sagte, O Kinder Israels, gewiss, ich bin Allahs Gesandter an euch, das bestätigend, was von der Tora vor mir offenbart war, und einen Gesandten verkündend, der nach mir kommen wird, sein Name ist Ahmad. Als er nun mit den klaren Beweisen zu ihnen kam, sagten sie, das ist deutliche Zauberei. Und wer ist ungerechter, als wer gegen Allah Lügen ersinnt, während er zum Islam aufgerufen wird? Und Allah leitet das Volk der Ungerechten nicht recht. Sie wollen gern Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen. Aber Allah wird sein Licht vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religion zu geben, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist. O die ihr glaubt, soll ich euch auf einen Handel hinweisen, der euch vor schmerzhafter Strafe rettet? Ihr sollt an Allah und seinen Gesandten glauben und euch auf Allahs Weg mit eurem Besitz und mit eurer eigenen Person abmühen, das ist besser für euch, wenn ihr nur wisst. Dann wird er euch eure Sünden vergeben und euch eingehen lassen in Gärten, Durchhalt von Bächen, und in angenehme Wohnungen in den Gärten Edens. Das ist der großartige Erfolg. Und noch eine andere Huld, die ihr liebt, wird euch gewährt, Hilfe von Allah und ein Nasik. Und so verkünde diese frohe Botschaft den Gläubigen. O die ihr glaubt, seid Allahs Helfer, so wie Isa, der Sohn Mariams, zu den Jüngern sagte, wer sind meine Helfer auf dem Weg zu Allah hin? Die Jünger sagten, wir sind Allahs Helfer. So glaubte ein Teil von den Kindern Israels, während ein anderer Teil ungläubig war. Da stärkten wir diejenigen, die glaubten, gegen ihre Feinde, und so bekamen sie die Oberhand.